So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Was hat er denn da einprogrammiert? Okay. How can we help? Let's see. I need a large cog and a big elastic band. So, a large cog and a big elastic band. Ein Zahnrad und Gummiband. So, a large cog, a big elastic band, and three big rocks. Yes! Hurry! I'll make more areas of the forest accessible to you. Ah, okay. Jetzt haben wir also mehr Zugang. Drei große Steine, einen haben wir. Ein großes Zahnrad und ein Gummiband. Na, dann bleibt uns ja nur in die alte Höhle, oder? Dann müssen wir jetzt erstmal in die Burg da drüben. Da hinten ist da noch was anderes, glaube ich nicht. Ist die jetzt offen hier? Ja, ist offen, okay. So, hier ist der Generator. Hier ist ein schweres Ventil. Hier liegt was rum, eine Antenne. Okay, eine Antenne. Da ist... Ah, noch ein großer, schwerer Stein. Da haben wir schon zwei. Die Antenne ist... Wahrscheinlich brauchen wir die gleich für was anderes. Schweres Ventil. Wir ziehen mal dran. Was immer da auch passiert, wir werden es gleich sehen. It's stuck. Natürlich steckt das fest, wie immer. Big rusty valve. Haben wir irgendwas, was wir daran machen können? It doesn't work this way. Ein Hebeleffekt oder so? Nee, hier. Wrong decision. Wrong decision. Wir müssen einfach alles ausprobieren. Wir werden hier irgendein Öl oder sowas brauchen. Die Antenne macht es auch nicht. So, was machen wir denn am Generator? Da steht doch irgendwas dran. Starker magnetischer Generator. Den werden wir nachher bestimmt brauchen. Magnetisch ist bestimmt gut, wenn nachher der Rumpf an die Rand kommt. Ein Minibot. Was macht der? Ist das ein kleiner Roboter? Das ist ein kleiner Roboter, ne? Mit einer Säge vorne dran. Da könnte ein Zahnrad drin sein. It doesn't work this way. Vielleicht können wir den zerlegen und kriegen da ein Zahnrad raus. Wrong decision. Not the right action. Okay, die Antenne kann ich aber auch nicht ranbauen. Wrong combination. Noch ein großer Stein, okay. Drei große Steine haben wir. Zahnrad und Gummiband fehlen. Zahnrad und Gummiband. Hier ist ein Wasserfall. Da kommen wir bestimmt auch nachher erst durch. Stromloser Roboter. Ach, guck! This is beyond my awareness. Das übersteigt mein Bewusstsein. Dazu ist nichts in meiner Datenbank. Okay, wo kriege ich jetzt ein Gummiband her? Wie kriegen wir ein Gummiband zustande? Und vorher kriege ich ein Zahnrad. Geht's hier noch ein Stück weiter hier drüben? Ne, hier geht's nicht weiter, ne? Okay, da geht's auch nicht durch. Just marvelous. Vielleicht hat jetzt die Alexa noch eine Idee. One of the biggest robots I've ever seen. Stromlos und verrostet. It's dead and rusty now. Wir werden also ein Öl brauchen, um das Ventil vorne zu lösen. Na du, suchst du immer noch die Katze? Ja. Und ist Wäschetrockner noch erst in einer Minute fertig.
Aha, okay. Der Julian wird gleich zu Alec gehen, hat er gesagt. Ja, auch du kannst ihn erst in der Stunde bringen. Genau, habe ich auch gesagt. Tja, du, das, da müssen sie die Pläne vorher machen. Du willst ihn nicht bringen, hat er mir gesagt. Ja, der kann auch laufen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Oder siehst du das anders? Das denkst du wirklich? Das denkst du wirklich? Du kannst dich auch einfach hier hinsetzen und dann kannst du einfach das Rätsel lösen. Nee. Doch? Mach nicht weiter. Das wird der Markim bestimmt cool finden. Wie störst du mich? Du bist ein böser Taxifahrer, sagt der Markim. Ich. Und der schreibt, dass du weitermachen sollst. Setz dich ruhig hin. Du kannst hier, guck mal, du kannst das rausfinden. Lach mich doch nicht voll, ich guck mich hier mal. Seit wann guckst du dich hier um? Was suchst du? Die sucht schon ihr Ostergeschenk. Ich hab's ja gefunden. Und dann? Guck ich rein? Da ist eine Strinne, was dir gefallen würde. Das ist nutzlos für dich. Du, ich muss den Ventil öffnen. Du kannst weitermachen, komm her. Nein, jetzt erzähl mir mal, was genau du jetzt hier vorhast. Was ist jetzt? Du guckst. Du sammelst deinen ganzen Müll hier ein. Meine Frau sammelt meinen ganzen Müll hier ein. So, also jedenfalls muss ich jetzt irgendwie. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich fahre den Müll jetzt nicht. Lösen. Nee. Ja, was? Aber du fährst den Müll jetzt. Na weg. Ich fahr den nicht. Ich auch nicht. Ich hab gesagt, dass ich nicht fahre. Ich hab ihm gesagt, er soll was anderes machen. Aber sei doch froh, dass er mal weggehen will. Ja, du unterbrichst doch dein Spiel auch nicht dafür. Das ist richtig. Ja. Warum soll ich jetzt meinen Tagesplan ändern? Lass den laufen, der soll laufen. Der läuft nicht. Soll er laufen? Ja, er läuft nicht. So, ich brauche jedenfalls ein Seil. Der Brilli ist auch da. Guck mal, Brilli schreibt gerade, moin, lange nicht gesehen. Guck mal, selbst der Brilli ist jetzt gerade hier. Ich muss jetzt erstmal irgendwie ins Zahnrad, muss ich jetzt. Ach, guck mal, jetzt klopft sie wirklich das. Ja. Das weißt du ganz genau, dass das nicht funktioniert. Jetzt ist der geschärft. Jetzt habe ich einen geschärften Minibot. Wisst ihr was? Komm. Der Wäschetrockner ist kaputt, das weißt du ganz genau, dass der immer so ein Blödsinn anzeigt. Ich hätte die Wäsche dann schon mit hochgebracht. Der hat nicht gepiept. Der hat gepiept. Du hörst das nicht mit deinem Blödsinn. Ja, ich bin ja froh, dass ich den nicht höre. Es ist laut genug, das Ding. Hier. Was ist das, fragt der Brilli. Das ist meine Frau, die hier rumlatscht. Genau. Und auf den Wäschetrockner wartet. Hier rumlatscht. Ich guck mich hier um. Noch nie warst du hier drin. Nein, noch nie. Ich kenne diesen Raum nicht. So, jedenfalls habe ich jetzt einen geschärften Minibot. Was mache ich mit dem? Sei ein guter Ehemann und kauf deiner Frau einen neuen, am besten einen von Miele. Wäschetrockner. Das kommt vom Markt. Ja. Genau. So ist es. Meine Frau kann, ich mache jetzt hier so einen Keks auf. Sag doch, wenn du mich lutschen willst. Ich schmeiß dich hier um. Du kannst mir ja helfen. Guck mal, ich habe jetzt einen geschärften Roboter. Und den, mit dem muss ich irgendwas, irgendwo, keine Ahnung, was ich mit dem machen muss. Kann ich den vielleicht benutzen, um damit den Handschuh aufzuschneiden? Eine Antenne ranbauen? Ich weiß es nicht. Wo kann ich denn jetzt den Roboter einsetzen? Hier vielleicht, am Ventil, zum Absägen. Not the right thing to do. Funktioniert nicht.
Das Spiel ist in Kodia. Der Brilli hat das, kannte das noch nicht. Das neue hier. Wo kann ich denn... Wo kann man denn... Ach so, warte mal. Man kann ein Stromkabel durchsägen vielleicht. Das ist ermüdend, findest du? Na sowas. Hier kann man... Das Kabel könnte man durchsägen. Er ist fertig. Nur noch eine Minute. Ah, oh, du Schande, ey. Der ist noch lange nicht fertig. Guck mal, hier ist eine Alexa. Kann man hier an dem Stromkasten vielleicht was kaputt machen? Not working. Mit der Säge hier? It doesn't work. Das sind, die habe ich mir extra gekauft. Das sind Kopfhörer, die man hier drumrum macht und dann reinstecken kann. Dann fallen die nicht raus. Da ich dich nicht verstehen kann gerade. Aber ich vermute, du hast was von Paketen erzählt. Ja. Viele, viele Pakete. Die Kette. Der Frozen Angel schreibt die Kette. Ist die Kette? Der hat eine Kette gesehen, aber wo ist die Kette? Die Kette am Schrank. Ach, die Kette am Schrank. Guck mal. Der Frozen, der macht hier richtig mit. Guck dir das mal an. Schau an, guck mal. Der macht richtig mit. So funktioniert das. Der denkt hier richtig mit. Nö, der hat das voll und ganz erkannt. Guck mal, jetzt sind da nützliche Dinge im Schrank drin. Zum Beispiel haben wir hier, was ist das jetzt gewesen? Ein Schraubendreher? Wo hast du es? Ein Pöp. Und was ist das? Schnell lösendes Spray. Schraubendreher und Saugglocke. Heißt aber hier im Spiel Saugglocke, kann ich doch nichts dafür. Ist halt ein Pömpel. So, aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir hier hinter. Und jetzt können wir nämlich hier vorne das Ventil nämlich lösen. Du. Kann ich mit umgehen. Du hast doch die App noch nicht mal installiert. So. Ich weiß die anderen Daten auch nicht. Ich mach das nachher gleich. So, jetzt haben wir jedenfalls das Ventil erstmal gelöst. Hoffe ich jedenfalls. Schweres Ventil steht jetzt hier. Und jetzt können wir das schwere Ventil hoffentlich. Guck mal, wir können es drehen. Ohne Frozen wäre ich nicht drauf gekommen. Aber was ist jetzt dabei passiert? Das ist die Frage. Und wir haben jetzt noch einen Schraubendreher. Der könnte für den Stromgenerator hinten gehen. Das probieren wir nochmal schnell aus. Guck mal, es piept der Geschirrspüler. Der Wäschetrockner. Für mich ist es das Gleiche. Aber du hast noch einen elektrischen Fehler hier in meiner Anlage, Frau. Das können wir jetzt hier rumschicken, immer auch reparieren. Na, okay, das geht nicht, Schraubendreher. Für den Wasserfall war das Ventil bestimmt. Saugglocke habe ich auf der Brust, aber eine andere. Okay. Das Spielprinzip, es ist also ein... Ich habe eine Trichterbrust. Oh. Okay. Und verwechselt sich das dann dadurch wieder? Wird das dann wieder gerade? So, und das ist ein Point-and-Click-Spiel, wo wir fast am Ende sind. Frilli. Fast am Ende. Wir haben es fast durchgespielt. Wir gehen nochmal nach da hinten, genau. Für den Wasserwind, das Ventil, das könnte, da könntest du recht haben, ist bestimmt, um den Wasserfall abzuschalten. Und der Pömpel, hier, Pumpe und Rohre, genau, der ist hier, genau, das ist ausgeschalten damit. Und hier ist der Stromlose, den können wir den reparieren vielleicht, mit dem Schraubendreher. Funktioniert, dauert seine Zeit, okay. Na, das ist ja besser, also ist ja gut, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ja, guck mal, wir haben den aufgeschraubt. Und jetzt findet man da ist ein starker Magnet drin. Den können wir am Generator vorne benutzen. Und jetzt gucken wir mal, was das da ist. Vielleicht kriegen wir da jetzt gleich ein Zahnrad. Das ist einfach dreckiges Geschirr an den Trockner tun. Das wird klappen, das funktioniert. Ein nützliches Gummiband haben wir. Jawohl, wir haben ein Gummiband. Sieht ein bisschen kaputt aus. Und jetzt fehlt nur noch das große Zahnrad. Und das wird im Generator verbaut sein, mit Sicherheit.